Mahlzeit, Leute. Ja, heute gibt es mal wieder ein kleines Camping-Video. Und zwar wollte ich euch mal vorstellen, was ich so an Stühlen und Tischen dabei habe. Es gab diesbezüglich einige Fragen und ich hoffe, ich kann die mit diesem Video klären. Ja, was ihr hier seht, ist quasi alles, was ich ständig dabei habe. Davon ist nur dieser blaue Liegestuhl in der Dachbox und der Rolltisch. Der Rest ist direkt im Auto verstaut. Mein Lieblingsstuhl ist der, wo ich jetzt quasi gerade auch drauf sitze, der kleinste. Und dazu dieser kleine Tisch. Ganz einfach deshalb, weil die Dinger ultra leicht sind, ein sehr geringes Packmaß haben und sich dadurch auch wunderbar transportieren lassen. Wenn man mal zum Strand geht oder irgendwo anders mal zum Wandern hinläuft, hat man quasi immer einen wunderbaren Tisch und einen Stuhl dabei. Und selbst wenn ich so vom Auto sitze, wenn ich mal alleine unterwegs bin, nutze ich diese beiden Sachen auch sehr, sehr gerne. Wie ihr seht, dieser kleine Stuhl ist wunderbar schnell aufgebaut, hat ein sehr geringes Packmaß und lässt sich auch wieder wunderbar zusammenbauen. Also alle diese Stühle mit diesem Alugestell passen auch wieder einfach und schnell in diese Packtasche rein. Zu dem kleinen Stuhl verwende ich, wie gesagt, auch sehr gern diesen kleinen Tisch, der sich ebenfalls sehr, sehr schnell aufbauen lässt und auch wunderbar als Mini-Fußbank zu gebrauchen ist. Der zweite Stuhl ist im Prinzip der gleiche wie der erste, bloß ein kleines bisschen höher und mit einer Kopflehne. Lässt sich genauso gut und schnell aufbauen. Packmaß ist ein bisschen größer und auch Gewicht ist ein bisschen mehr, aber immer noch in einem erträglichen Rahmen. Und der ist schon wesentlich bequemer wie der erste Stuhl, da man, wie gesagt, den Kopf auch mit anlehnen kann. Von diesen Stühlen habe ich immer zwei dabei. Und diese beiden Stühle verwenden wir meistens, wenn wir an dem Rolltisch sitzen. Also wenn ich mit meiner Frau quasi unterwegs bin, dann bauen wir den Alu-Rolltisch auf. Der ist natürlich vom Packmaß her nicht mehr ganz so kompakt, aber immer noch besser wie diese normalen Klapptische. Da so um die Länge mehr geht und nicht so eine große quadratische Form hat letztendlich gepackt. Der liegt bei uns immer in der Dachbox mit drin. Und wenn wir, wie gesagt, zu zweit unterwegs sind, bauen wir sehr gerne diesen Rolltisch auf und diese beiden Alu-Gestellstühle. Und da kann man wunderbar dran sitzen, frühstücken, Mittagessen, was auch immer. Und sind beides relativ wenig Platz weg. Ansonsten, wenn man es mal wirklich richtig bequem haben will, haben wir halt noch diesen Liegeklappstuhl. Der Vorteil von diesem Liegeklappstuhl ist, der ist relativ schmal. Und dadurch passt er in unsere Dachbox rein. Fast alle Liegeklappstühle, die ich sonst gefunden habe, die passten einfach nicht in die Dachbox rein. Dieser Klappstuhl passt hervorragend in die Dachbox rein. Und er hat mehrere Stufen, also man kann da entweder drin sitzen oder sich so halb hinlegen oder letztendlich auch ganz hinlegen. Also das Teil ist wirklich wunderbar bequem und kann man auch so mal quasi als Notfallfeldbett missbrauchen, wenn man einfach mal eine Nacht draußen schlafen möchte. Alle Stühle habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bekomme kein Geld von dem Hersteller an sich dafür, dass ich das Video gemacht habe. Das habe ich einfach aus Spaß an der Freude gemacht und weil ich mal wieder Lust hatte, ein neues Video zu machen. Wenn ihr unten auf so einen Link klickt und so einen Stuhl kauft, bekomme ich da ein paar Cent Provision. Und wenn ihr das machen wollt, würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Video.